Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Curious Expedition Teil 2, ein Angespielt von der Demo aus der Gamescom. So, ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Schauen wir mal, was wir da finden. Schönes. Aha. Approach Waterfall, das machen wir auch mal. The scale of the falls took my breath away. It was an awesome, inspired sight. The water was fresh and cool. Refill water? Mach mal. I refill several skins of fresh water, clean water from the falls. Und dann ruhen wir uns aus. I struck the track to halt and I told the people to rest. There was an unnatural quietness to the night as we sat and started into the fire. The arguing of my comrades, I told a small anecdote of my travel that evening. I was meeting with the leader of a small village in Egypt, seeking permission to investigate a local tomb. Things were going well until he offered me a local delicacy. No wanting to afford, I ate hastily. Unfortunately, it seemed that the plate contains a quantity of shellfish to which I'm terribly allergic. The following morning, my guide to the tomb ran screaming when he saw my swollen face, thinking I was some kind of demon or ghost come for vengeance. I would have explained, but the locals began to arm themselves when they saw me coming. Sadly, I never did manage to see the inside of that tomb. After days of rest, we're still enjoying the rumbling of falling water. The natural beauty here was breathbreaking to behold. Ah, haben wir auch wieder Hals bekommen. Das ist gut. Aber ich würde sagen, wir ziehen mal weiter. Oh, dahin müssen wir. Dann hätte ich gesagt, gehen wir erstmal hierher. Oh, das sieht ja interessant aus. Das schauen wir mal nach, was das genau ist. The ancient structure. The haunting shape of the structure was like nothing I had seen in all my travels. The purpose was unknowable, but it seemed that it might be some kind of great ancient mansion. As we approached, Sushil began to trample panic on her face. The frantic warned us that their Palikor gods would not tolerate intrusion into her sacred space. Probieren wir mal Korn, Herr Warris. Das sieht auch ganz gut aus. Wir haben es geschafft. It was not easy, but I managed to convince Holsey that our own powers were a match for this mystical Palikao. Through she remained nervous, she would stay with us. My bruised altar. I bruised the platform that seemed to control the machine. A strange dread filled me as I drew closer, but the idea of turning back now was unthinkable. As I lay my hand up in the central crystal, a great cracking and clanking filled the air. The surface grew hot on the touch, and a ghastly purple fog began to pour forth. I fled that place, the burning fog chasing me back to my ship. I still ash with curiosity, but one must survive if one is to make great discoveries. Escape to your ship. Da drüben wäre noch was gewesen. Aber so wie das hier sich ausbreitet, sollte man tatsächlich fliehen. 27 Schritte können wir noch machen. Wir fliehen weiter. Wir haben keine Zeit zu fliehen. Oh, das geht ja über das ganze Land hinweg. Was hast du nur getan? Neun Schritte. Wir müssen unbedingt noch was essen. Wo ist denn das Schiff? Da drüben ist das Schiff. Da ist auch so Nebel. Ah, nee, das ist einfach nur Nebel. Guckt euch das mal an.
mal an, wie sich das da ausbreitet. Oh, wow, wow, das war nicht gut, was wir da gemacht haben, aber wir haben gar keine andere Wahl gehabt. Half many wars before been ever, ja. Ich glaube, wir müssen an der Spinne vorbei. Ah, Schande. Surprise Attack. Poison. Nochmal. Rummet Cactus can boost in combat. Select Gracking Wallop. Select a die with the same color. Ah, so ist das mit dem Boost. Das habe ich mich schon gefragt, wie das genau funktioniert, mit den, wenn man zwei Würfel hat. Jetzt weiß ich es. This boosted attack is now much stronger. Damage 20, yeah. 41% Chances, dann. Ja, so muss es sein. Finish the combat and don't forget to use your boost. Kann man da auch irgendwas machen? Nee. Kann man hier was machen? Damage 3. Geht auch nicht wirklich. Ah. Target Ally Heal 6. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Na gut, können wir anscheinend nichts machen, dann machen wir einfach mal weiter. Einen Boost habe ich jetzt nirgends gefunden gehabt. Achso, ja stimmt, wir brauchen ja dieselben für Dings. So, und du wärst nochmal geheilt hier. Ja, Reroll können wir nicht machen, wir haben ja alle Dinger aufgebraucht. So, was ist denn das hier? Web, Target, Stun, ja, okay. Aha, hier leuchtet was. Ach, weil wir Stun sind. Das hier war Medizin. Achso, roll. Wir müssen erst rollen. Na, das sieht nicht so toll aus. Wie war das nochmal mit Reroll? Moment, das waren Damage und Weakness. Der bleibt drinnen. Damage, Strength. Ah ne, wir machen das anders. Wir machen ja... Moment. Einmal kurz nochmal zurück. Macht 7. Macht 2. Dann kriegst du hier... die Stärke und das dann mit dem hier nochmal draufhauen. Du das nochmal draufhauen und du das auch nochmal draufhauen. Reroll geht nicht, weil du Stunt bist, das heißt die Runde ist auch fertig. Die Kämpfe sind schon irgendwie cool geworden, finde ich. Weakness. Target Alley. Erlangt es vielleicht sogar schon. Du hast nur blaue Würfel, das heißt, es bringt nichts. Ja, okay. 7 und 7, ja, das langt ja, um die Spinne fertig zu machen. The creature was dead, the path of the ship clear. I sprinted madly for ace, the breath running in my lungs. Da breitet sich auch schon Nebel aus. Uhaha. Nicht gut. You're crying too much. Dumbling through the fork. I lost sight of her gym, momentarily. I would never see her again. It seemed your arrival on this island, strange island, spelled only I'll look for the locals. Deswegen ist es auch jetzt halt hier, ja, set sail. Deswegen ist es gekommen, weil die abgehauen ist. The dark fog riled behind us as we scrambled aboard the ship, the captain hurrying to set her in motion. As we sailed away, we watched the fog rapidly swallow the island behind us. I don't know
I do not know what would have happened if we had stayed behind, but I did not want to find out. After a time, the fog itself dissipated, leaving empty ocean behind us where the island once was. What new strangers was this? You have enough experience to remote a character. Go to manage track. Select the character. Yeah, okay. Sir Redbone, haha. Merling resumed her duties at the expo, but as your companion, I was asked to continue learning more about this mysterious new island. Big Hunter, a rich trophy hunter, expert in putting down dangerous beasts and other treats in the wild. Ja, nehmen wir. After long days of traveling, I had finally arrived in Paris and the under-construction ground of the Exposition Universal. Here I was find fame and fortune among the great explorers' clubs and the noble city. Bringing with optimism, I looked out of the fairgrounds. I entered the famed bushhole case, a broken compass, and surveyed my surroundings. Renowned as a meeting place for would-be explorers, it was likely a place to find eager adventurers to join my trek. I gave Rod was out looking for Hartley man and woman. Three more people would be fine. Hey, sag mal, spiel mal sie hier. Okay, jetzt habe ich irgendwie nicht richtig verstanden. Was haben wir denn da alles? Ah. Ich habe gar nicht richtig nachgeschaut. Okay, das war's auch, was wir hier machen können. Zealot Expedition. The Golden Pyramid und Trials and Strength. Auch alle da. The Golden Pyramid, find the Golden Pyramid. Rumors tell of a pyramid made of solid gold. Truly it would be glorious to discover such a thing. Mhm. Und das hier, our understanding of the island is for the best. Ich würde sagen, wir machen, ah ja, das ist auch Rating. Wir machen das einfacher. Select Sponsor. The Golden Pyramid, find a visual provide as well. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das jetzt bringt, wenn wir das hier machen. Nehmen wir das hier. I was set to sail in the next morning and decided to enjoy a final night out. As I entered the bar room, I noticed two people standing near the table speaking loudly. Apparently, they had caught the largest fish in my day. Getting myself a drink, I settled to listen. They went on and on describing the thing's length, width, color and the fight it had put up. They were both so proud of the catch that I had to smile. As I lay in the bed later that night, I hoped my own discoveries would make me as happy as these two gentlemen. As I neared the site of expedition, a small supply ship pulled alongside. I hoped the Royal Avalon Society would provide some useful equipment for my expedition. Wir haben nur das Gewehr dabei. Und 70. Ja, wir sollten auf jeden Fall das hier nehmen. Schokolade auf jeden Fall sehr wichtig. Ich glaube, wichtiger als das hier. Ah, aber so viel können wir gar nicht. Okay, dann machen wir das so. Nicht, was ist aus unserem anderen Zeug geworden, was wir da hatten? Refill Water, machen wir auch mal. Was wir brauchen, beginn Expedition. The Ice and Legends told of a great golden temple on the island that loomed ahead, a massive anything thing and made of pure gold. Wahrscheinlich haben wir die eine auch nur gehabt für den Anfang, für das Tutorial. So. Da sind wir jetzt. Aber wie ist denn das mit den Speichern? Wurde es jetzt automatisch gespeichert?
Safe and Exit, das hört sich doch gut an. Dann können wir es vielleicht sogar hier während der Expedition speichern. Ja, schauen wir mal. Da haben wir auf jeden Fall den Kompass, den kennen wir auch aus dem Dings. 37%. Hätte gesagt, irgendwo hier in diesem Umgebung. Naja, wir gehen einfach mal weiter. Ah, da haben wir schon ein Fragezeichen, sehe ich gerade. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich will das Fragezeichen haben. Dessen Schrein. Den schauen wir uns natürlich sofort an. We arrived at a majestic stone structure, rotting humans heat on spikes circle the structure. Their mouth soon showed up with the silence then. Ja, wir betreten den mal. Inside was a small empty chamber, a long hallway leading into the main shelter. I would have to be careful of traps here. Wir suchen mal nach 133. Wir machen es trotzdem mal. Nix. Das hat nicht geklappt. Und wir haben... Ah. Auch wieder nichts. Ah, Schande. Schande, Schande, Schande. 25 Hells. Ja, na toll. Das hat ja nichts gebracht. So. Wir nehmen das mit. Wir wissen, dass das nicht gut ist, aber... Wir machen das trotzdem mal. Oh, das hat auch minus 3 gegeben hier. Nicht gut. Da haben wir was, was wir uns anschauen können. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Schiffswrack. Schiffswracks sind immer toll. I came across a stone discovery. The wreck of what looked like an old pirate ship. I couldn't help but wonder how it had come to rest here. The ship looked like it might be still contain fabulous supplies, but the rotten planks of the vessel would make. Impossible. Ja, dann schauen wir mal schnell, was wir finden. Oh, Juwelen, das nehmen wir alles mit. Und Schaufeln. Das passt doch. Und da haben wir jetzt auch schon wieder, dass wir remoten können. 10 Hammer. Increased Health Speed. Nehmen wir sie mal. Remoted to Levels 2. Sehr schön. Alles klar. Unser Kompass zeigt 53% irgendwo, also nicht im Norden. New Region discovered. Okay, da geht's auch gar nicht weiter. Und da haben wir was. Allerdings kommen wir da noch hin. Haha. Den können wir auch promoten. Was bringt denn das, wenn wir den promoten? Kapazität 1, ja, das machen wir mal. Dann hat er eine mehr Kapazität. Sehr schön. Dann essen wir auf jeden Fall mal das hier. So. Und machen die Steinstatue. Was haben wir denn da Schönes? I had discovered a metallische carved sculptor. Its cold eyes seemed to stare right at me. Its great things filled me with dread and curiosity in equal measures. Several items has been placed around the statue. Virtual. Ja, wir schauen mal, was es da so gibt. 20 Gold und 15 Ruhm. Und das ja, wir nehmen alles mal mit. Wir machen uns bei den Einwohnern unbeliebt, aber sowas von. So, du hier kannst den Dinger hier doch. Nee. Du kannst doch das Ding hier bestimmt. Ah nee, das ist kein Teil, wo man tragen kann. Naja, gut. Oh, es zeigt es im Norden? Naja, es zeigt es weiter hier an. Ja, okay.
da oben haben wir auf jeden Fall Kampf, da haben wir Kampf. Da müssen wir mal schauen, wo wir hingehen. Ich würde auch sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ich muss mal schauen, wie das mit dem Speichern ist. Ob wir jetzt wirklich an dieser Stelle speichern auch können, wenn wir das Spiel verlassen. Ich hoffe es mal. Ansonsten ist es ein bisschen blöd. Naja, gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.